بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد eingangs bedanke ich mich bei den Organisatoren hier für diese Einladung und natürlich auch an alle Anwesenden. Wir wollen heute das Thema der Tazkiya besprechen. Das Wort Tazkiya, was es bedeutet im Koran, was für eine Wichtigkeit diese Tazkiya hat und welche Mittel und Wege es gibt. Das heißt, wenn wir verstanden haben, was die Tazkiya ist, welche Wichtigkeit sie hat, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich sie verwirklichen? Wie realisiere ich diese Tazkiya? Und das wollen wir dann auf zwei Wege erläutern. Dazu haben wir einmal praktische Wege und einmal die sogenannten Turuq al-Ma'rifiyya, das heißt Wege durch Erkenntnis. Erkenntnis, Aneignung von Wissen und Erfahrung. Und ich möchte nicht, dass dieser Unterricht ein reiner Monolog wird, deswegen werde ich euch ein bisschen mit einbeziehen in den Unterricht. Zuerst interessiert mich, wie viele von euch das Wort At-Tazkiya schon mal gehört haben. Diesen Begriff At-Tazkiya, habt ihr ihn schon mal gehört? Ich denke, die meisten von uns haben das Wort schon mal gehört. Aber die nähere Erläuterung oder Definierung davon ist wahrscheinlich etwas diffus, etwas nicht ganz klar. Das Wort At-Tazkiya kommt euch bestimmt auch bekannt vor aus dem Wort Zakat. Wir haben die Zakat und das Wort At-Tazkiya, man hört eine gewisse Ähnlichkeit heraus. Und tatsächlich kommen beide Begriffe von ein und derselben Wortwurzel. Wenn wir von der Zakat im Sinne des Vermögens reden, die Zakat als eine Pflichtabgabe, warum wurde die Zakat Zakat genannt? Warum hat sie diese Bezeichnung bekommen? Man nennt sie ja auch Sadaqa. Sahih. Auch die Pflicht-Zakat, die Pflichtabgabe, wird im Koran als Sadaqa bezeichnet. Aber neben der Bezeichnung Sadaqa existiert auch noch die Bezeichnung Zakat. Allah Ta'ala sagt, قُلْ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ. Sprich, die Sadaqat, das heißt die Zakat, die Pflicht-Zakat, ist für die Fuqara, die Armen, Bedürftigen und die Masakin. Die Zakat, die Abgabe des Vermögens, wird Zakat genannt, weil sie etwas mit Bereinigung zu tun hat. Sie ist eine Form der Bereinigung der Seele vor. Man bereinigt sein Selbst vor Geizheit, vor Geiz. Das heißt, die Zakat hat etwas mit der Bereinigung zu tun. Und das ist auch das Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich die Tazkiya, die Bereinigung seiner Seele, die Läuterung seiner Seele. Und das Wort Zakat oder Tazkiya kommt tatsächlich im Koran auch in diesem Kontext vor. Also jetzt haltet euch vor Augen, nur mal eingangs, wir gehen noch näher auf die Bedeutung, weiter auf diese Bedeutung ein, aber nur eingangs, die Tazkiya, über die wir sprechen, hat etwas mit der Bereinigung seiner Seele zu tun, mit der Läuterung seines Herzens. Was für eine Wichtigkeit hat das im Koran? Ist das ein Thema, dem der Koran viel Wert, viel Beachtung schenkt, oder ist es etwas Sekundäres, ein Randthema? Meines Erachtens gibt es einen Vers im Koran, der unheimlich ist. Der ist unheimlich, weil er auf eine unheimliche Art und Weise darstellt, was für einen Wert, was für eine Rangstellung die Tazkiya, also die Seelenläuterung, die Charakterbereinigung, die Reinigung des Herzens hat. Ihr kennt die Aussage Allah Ta'alas in der Surah Al-Shams. In der Surah Al-Shams. Die Surah Al-Shams beginnt mit einer Reihe von Schwüren. Eine Reihe von Schwüren, was man auf Arabisch Al-Qasam nennt. Al-Qasam, ein Schwur. Wozu beginnt Allah Ta'ala diverse
Aussagen mit einem Schwur. Was hat ein Schwur für einen Zweck? Beispielsweise, wenn ich sagen will, nur mal so ein Beispiel jetzt außerhalb des Korans, wenn ich sagen will, der Mu'min ist erfolgreich. Was drängt mich dazu, diese Aussage mit einer Reihe von Schwören zu beginnen? Bei dem, der die Himmel geschaffen hat, bei Allah, bei dem, der Sonne und Mond geschaffen hat. Warum wird das gemacht im Koran? Um die Wichtigkeit aufzuzeigen des Satzes, der darauf folgt. Sahih. Die Mufassirun sagen, Al-Qasam, also dieser Schwur, huwa ta'kidul madhkur bi dhikril mu'azzam. Das heißt, einen erwähnten Fakt, eine Aussage zu bekräftigen und bestärken mit der Nennung etwas Herrlichem, mit der Nennung von etwas, was herrlich und gewaltig ist. Allah Ta'ala, jetzt beachtet mal die Surat Ash-Shams, wie sie beginnt. 11 aufeinanderfolgende Schwüre. 11 aufeinanderfolgende Schwüre. Und dann kommt die Aussage. Allah Ta'ala sagt, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Bei der Sonne, das ist der erste Schwur. والشمس bei der Sonne und der Morgenhelle. والقمر إذا تلاها. Nummer 3, Schwur Nummer 3. Und dem Mond, wenn er ihr folgt. والنهار إذا جلاها. Und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. Und bei der Nacht. والسماء وما بناها. Und bei dem Himmel. Und bei dem Himmel und dem, der ihn auferbaut hat. Oder das kann auch heißen, und bei dem Himmel und seinem Aufbau. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Bei der Erde. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Jetzt schwört Allah Ta'ala bei der Seele des Menschen. Das ist auch ein interessanter Punkt. Wir sehen, was für ein Ende diese Reihe der Schwüre nimmt. Allah Ta'ala schwört jetzt bei der Seele. Warum gerade bei der Seele? Denn die Aussage, die jetzt hier getätigt wird, die Aussage, die hier endet, bei dieser ganzen Reihe, sie handelt nämlich um die Seele. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Hier ist die Reihe zu Ende. Hier sind alle Schwüre zu Ende. Jetzt kommt die Aussage. Das nennt man Jawabul Qasam. Die Antwort oder die Folge des Schwures. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Das ist das, hier hört ihr auch das Wort raus, زَكَّاهَا, تَزْكِيَة. Erfolgreich ist, wer seine Seele läutert. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und verloren hat der sie verkümmern lässt. Der seine Seele, sein Herz verkümmern lässt, das heißt, es einfach gehen lässt, es nicht pflegt. Hier sehen wir die enorme Wichtigkeit der Tazkiyah. Mir ist nichts Ähnliches aus dem Koran bekannt, wo Allah Ta'ala so viele Schwüre aufeinander folgen lässt, um einen Sachverhalt, um eine Angelegenheit zu bekräftigen. Das ist aber nicht die einzige Stelle, in der Allah Ta'ala im Koran die Tazkiyah erwähnt, die Seelenläuterung. Das war ein sehr hervorragender, eine rührende Stelle. Aber es gibt andere Orte, in denen der Koran die Tazkiyah auf eine andere Art und Weise erwähnt. Das ist das Interessante am Koran, dass der Koran ein und dasselbe Thema immer wieder aufleuchtet, aber in verschiedenen Situationen. Wir sehen zum Beispiel die Geschichte von Adam a.s. Sie wird im Koran immer und immer wieder wiederholt, aber immer aus einer anderen Warte. Oder sie bezweckt jedes Mal etwas anderes. Und der Koran spielt mit den Emotionen des Lesers und des Zuhörers. Manchmal erwähnt er einen Vorfall, ein Ereignis, um eine gewisse Emotion auszulösen, beispielsweise Angst. Manchmal erwähnt er das gleiche Ereignis aus einer anderen Perspektive, um zum Beispiel Staunen auszulösen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala über diesen Koran,
Allah الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Allah ist der, der das beste Wort herabgesandt hat. Kitaban mutashabihan, ein Buch, das sich ähnelt. Also die einzelnen Suren, die Verse, die Geschichten, sie ähneln sich. Mathani. Mathani heißt ein Buch, das einen Fakt immer wieder wiederholt. Aber immer aus verschiedenen Perspektiven. Also es ist keine reine Wiederholung, keine schlichte Wiederholung, eine Wiederholung, die etwas bezweckt. Die Tazkiya sehen wir jetzt in einem anderen Kontext, nicht in so einem glorreichen Kontext, wie wir das eben gesehen haben, 11 Schwüre hintereinander, aber in einem Kontext, in dem eine gewisse Neugier geweckt wird. Ein Kontext, der erregt, Neugier weckt. Allah Ta'ala sagt, إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا. Wer zu seinem Herrn als ein Mujrim kommt, also ein Verbrecher, ein Sünder, ein Übertreter, der maßlos ist. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Für ihn ist Jahannam vorbestimmt, darin wird er weder leben noch sterben. Das heißt, er befindet sich in einer Situation, die man weder als Leben bezeichnen kann, man kann sie nicht als Leben bezeichnen, weil die Qualität des Lebens nicht da ist, aber auch nicht als Tod, weil er ist existent. Hier ist ein Teil der Menschen beschrieben. Und dann geht der Vers weiter. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. Und wer zu ihm kommt, als ein Mu'min, als ein Gläubiger, als ein Iman-Wahrer, mit einer gewissen Bedingung, Allah Ta'ala sagt, der fromm gehandelt hat, der tüchtig gehandelt hat, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Für sie sind hohe Stufen vorbereitet. طيب. Wer sind diese Leute? Hier erweckt der Koran eine Form von Neugier. Gläubige, die fromm gehandelt haben, aber gibt es noch eine nähere Bezeichnung, eine nähere Erläuterung für sie? Allah Ta'ala sagt, وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Auch hier hört ihr wieder das Wort Tazkiya raus, تَزَكَّى. Das ist die Vergeltung für die, die sich geläutert haben. Die sich geläutert haben, die ihre Herzen bereinigt haben. Das ist auch ein anderer Aspekt der Wichtigkeit des Korans. Denn er hat die Zulassung sozusagen, die Zulassung zu dem, was hier Allah Ta'ala als Darajatul Ula bezeichnet, hohe Stufen, die Voraussetzung, die Zulassung ist die Tazkiya. Tayyib. Was bedeutet das Wort Tazkiya? Rein linguistisch, also wenn wir das rein sprachlich mal betrachten. Für was steht dieses Wort? Unabhängig ist von diesem fachlichen Kontext, wenn wir im Koran von der Seelenläuterung reden. Also wenn wir einfach die sprachlichen Wörterbücher aufschlagen und unter dem Wort Zakar oder Tazkiya nachgucken, was sagen sie uns? Wir sehen, dass es hier zwei Bedeutungen gibt. Zwei Bedeutungen. Einmal die Tazkiya als An-Nama wa Ziyada, das heißt Wachstum, Zunahme. Wenn etwas gedeiht. Und das andere ist At-Tathir, die Bereinigung. Bereinigung und Wachstum. Das sind zwei sprachliche Bedeutungen dieses Wortes. Und deswegen habe ich euch gesagt, nennt man auch die Zakah, die Pflichtabgabe, die du bei den Währungen zum Beispiel jedes Jahr einmal machen musst. Man nennt sie Zakah, weil sie dich in einer gewissen Weise vom Geiz bereinigt oder bescheinigt, dass du nicht geizig bist. In einem gewissen Maß. Es kann natürlich trotzdem sein, jemand gibt die Zakat ab, ist aber geizig. Es geht. Aber der Geiz hat natürlich verschiedene Abstufungen. Also wenn wir sagen, jemand kann so 80% geizig sein, 50%, da gibt es verschiedene Abstufungen. Aber grundsätzlich ist ein geringes Maß von Geiz durch die Zakah alleine beseitigt worden. Wenn wir uns diese sprachlichen Definitionen des Wortes At-Tazkiya oder As-Zakah betrachten, dann erschließt sich auch die
fachliche Bedeutung, also die Bedeutung, die hier Substanz dieses Vortrages ist. Die Zaka ist nämlich, oder der Vorgang der Tazkiyah, der Läuterung, er ist die Seelenbereinigung, die Befreiung der Seele von negativen Eigenschaften, Charakteristiken, Einsichten, Handlungen. Aber das Befreien alleine reicht noch nicht, richtig? Das Befreien alleine reicht noch nicht. Denn wenn wir sagen, nehmen wir mal an, das Herz des Menschen betrachten wir als ein Gefäß. Und es war gefüllt mit diversen negativen Aspekten. Wenn wir das ausgeleert haben, ist die Sache nur halb getan. Und das Gefäß muss nachgefüllt werden mit positiven Aspekten, mit positiven Charakteristiken, Eigenschaften. Und deswegen, diese Bedeutung können wir auch in der sprachlichen Definition des Wortes sehen. Wir haben ja gesagt, einmal Bereinigung und Wachstum, Zunahme. Also die Tazkiyah ist genau dasselbe. Die Seele des Menschen oder das Herz, wie man das auch nennen mag, zum einen bedeutet die Tazkiyah, negative Eigenschaften abzulegen und diese auszutauschen durch positive. Und dass diese Dualität übrigens, ablegen, annehmen, ausziehen, anziehen, wie man das auch nennen mag, das sehen wir immer wieder in den Texten, der auch der Sunna. Ihr kennt bestimmt den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi sagte, al-tahuru shatru al-iman. Ein bekannter Hadith, der so im Volksmund ist. Jeder kennt ihn irgendwoher, hat ihn schon mal gehört. Aber oft wird er falsch verwendet, zumindest wird er für etwas angewandt, was eigentlich nicht die Kernaussage dieses Textes sein sollte. Die Bereinigung oder die Reinheit ist die Hälfte des Iman. Die Reinheit ist die Hälfte des Iman. Was ist hiermit gemeint? Die Hygiene im Haushalt, die körperliche Hygiene, das saubere Erscheinungsbild. Auch wenn das vielleicht Teile des Iman sind, aber das ist nicht die Kernaussage des Hadith. Der Tahur, al-Tahur shatrul Iman, das heißt, das Ablegen, also das nennen die Ahlul Ilm al-Takhliya wa al-Tahliya, das Ablegen von negativen Eigenschaften, von negativen Ansichten, von negativen Handlungen. Und das Gegenteil ist dann, deswegen sagt er die Hälfte des Iman. Die andere Hälfte ist dann die Tahliya, füllen, auffüllen. Man muss aber sagen, also ich will damit nicht sagen, dass der Islam eine Religion ist, die auf Hygiene keinen Wert legt. In der Tatsache ist es sogar so, dass viele Weltreligionen und auch philosophische Weltansichten, lassen wir mal die philosophischen Weltansichten weg, aber Religion, wenn man von Religion redet, verbindet man das meistens mit Abstinenz, mit Entsagung, Vernachlässigung des Körpers. Vernachlässigung des Körpers. Denn der Körper ist ja etwas Weltliches, Materielles. Religion bedeutet aber, dass man mit seiner Seele, mit dem geistlichen, spirituellen emporsteigt. Tatsache ist, dass es in vielen Weltreligionen so der Fall ist. Der Islam ist aber nicht so eingestellt. Im Islam, Religiosität bedeutet im Islam nicht Vernachlässigung des Körpers. Im Gegensatz sogar, wir sehen, dass der Islam viele hygienische Handlungen, die eigentlich, wenn man das mal jetzt genau betrachtet, mit der Religion nichts zu tun haben. Im allgemeinen Verständnis der Menschen, wenn sie von Religion reden, Religion bedeutet Gottesdienst, Religion bedeutet sich zurückziehen irgendwo, Isolation, Religion bedeutet Zurückgezogenheit, Abstinenz. Aber wir sehen, dass der Islam das nicht so versteht und begreift. Wir sehen zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Siwak sagt, der Siwak, welches eigentlich wenn man das im Auge, durch das Auge der allgemeinen Menschheit betrachtet, der Siwak ist keine gottesdienstliche Handlung, oder? Ist ja eigentlich keine Gottesdienstliche, Zähneputzen ist keine gottesdienstliche Handlung, oder nicht? Aber der Islam hat das zur Anbetung gekürt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. Der Siwak ist eine Bereinigung des Mundes und eine Zufriedenstellung des Heeres. Oder die Waschungen, die wir haben. Die Ganzwaschung, die Teilwaschung, die Beschneidung ist ein religiöser Akt, aber auch etwas, hat etwas Hygienisches an sich. Ja, auf jeden Fall, das ist die Tazkiya. Also wenn wir das verstehen, begreifen wir, dass die Tazkiya etwas mit Erziehung zu tun hat. Die Tazkiya hat etwas mit der Erziehung zu tun, aber nicht mit der Erziehung von Kindern, sondern der Selbsterziehung. Dass man sich selbst erzieht. Und ich habe eine Definition der Erziehung gelesen, weil die Tazkiya kann man in einer gewissen Weise einfach als die Selbsterziehung übersetzen. Ich habe eine interessante Definition der Erziehung gelesen in einem Buch, das nennt sich Tarbiyatun Nabawiyya lil Atfal oder Manhajut Tarbiyatun Nabawiyya lil Atfal. Das heißt, die prophetische Methodik zur Erziehung der Kinder. Darin hat er ein Zitat genannt, ich weiß nicht mehr von wem, aber das finde ich sehr interessant. Er sagte, die Erziehung, und wir tauschen das Wort Erziehung aus durch Tazkiya. Die Erziehung ist wie die Arbeit des Gärtners. Die Erziehung ist wie die Arbeit des Gärtners. Inwiefern hat das mit der Gärtnerarbeit zu tun? Die Aufgabe des Gärtners besteht nämlich darin, das Unkraut und die Schädlinge zu bekämpfen, zu entfernen und den Wuchs der gezielt ausgewählten Pflanzen zu fördern. Richtig? Das heißt, es gibt hier präzise ausgewählte Pflanzen, die wir haben wollen. Und die müssen wir irgendwie fördern, ihren Wachstum fördern und pflegen. Und dann gibt es aber neben diesen Pflanzen auch Unkraut, was mitwächst, was eigentlich unerwünscht ist. Die Aufgabe ist hier, dieses Unkraut und die Schädlinge zu bekämpfen und die auserwählten Pflanzen, die ertragreich sind, die nützlich sind, diese zu fördern, ihren Wachstum zu fördern, und zu kontrollieren. Das ist die Tazkiya. Das macht man mit sich selbst. Das muss man mit sich selbst machen. Du hast, jeder Mensch hat diverse, oder sagen wir haben Ideale. Oder als Muslim haben wir diverse Ideale. Und diese Ideale müssen wir realisieren. Und diese Ideale zu realisieren, bedeutet nicht einfach irgendwelche Schalter umzulegen. Und zu sagen, ich bin jetzt so, und so bin ich nicht, und das gefällt mir jetzt nicht mehr, und das gefällt mir. So funktioniert die Seele des Menschen natürlich nicht. Und das erfordert eine mühsame Arbeit, mühsame Pflege. Und deswegen die Gelehrten, die über die Tazkiya schreiben, das ist ganz interessant, wisst ihr, wie sie das nennen? Sie nennen das Ar-Riyada. Wisst ihr, was Ar-Riyada ist? Ar-Riyada ist eigentlich Sport. Aber sie meinen hier mit dem Begriff Riyada nicht Sport im Sinne körperlicher, motorischer Aktivitäten. Mit der Riyada ist hier gemeint diese Mühe und Anstrengung, die man aufbringt, um sich selbst zu erziehen und sein Ego, sein Nafs zu trainieren. Das ist die Riyada. Riyada tun Nafs. Was ist die Wichtigkeit der Tazkiya? Das überschneidet sich natürlich ein bisschen mit dem, was ich am Anfang genannt habe, mit der Surat al-Shams. Aber am Anfang habe ich das nicht wegen der Wichtigkeit erwähnt, sondern nur um aufzuzeigen, dass diese Begrifflichkeiten im Koran vorkommen. Die Wichtigkeit einer Sache ergibt sich aus vielen Perspektiven, Aspekten. Aber eins möchte ich sagen, die Wichtigkeit einer Sache zu begreifen und zu verstehen, ihr auf den Grund zu gehen, ist ein sehr wichtiges Motiv für die Selbstmotivation. Deswegen Motivation bedeutet, Motive zu haben. Richtig? Und wenn du irgendwas lernen willst oder etwas umsetzen willst, dann sollte man sich vorerst mit der Wichtigkeit dieses Vorhabens beschäftigen, denn
wenn du die Wichtigkeit begreifst, bist du automatisch auch motivierter und energischer bei der Ausführung, am Ball zu bleiben. Die Wichtigkeit ergibt sich unter anderem daraus, was ist das Urteil des Scharia, das heißt des Scharia-Gebers, über diese Handlung. Ist das eine erwünschte Handlung, was man Mustahab oder Mandub oder Sunna nennt? Oder ist es eine Pflichthandlung? Die Tazkiya, ist es eine Pflicht? Und umgekehrt, das Unterlassen der Tazkiya, ist es einfach etwas Unerwünschtes? Oder wenn ich die Tazkiya vernachlässige, unterlasse, begehe ich damit etwas, was man als Muharram oder Haram bezeichnet? Oder ist es etwas Gleichgültiges, Legitimes, Mubah? Ja, du kannst es machen, du kannst es nicht machen, ist dir völlig überlassen. Zu wissen, was der Scharia-Geber dazu sagt, ist auch ein Motiv. Und daraus ergibt sich auch die Wichtigkeit. Denn wenn er das zur Pflicht gemacht hat, dann hat das ein gewisses Schwergewicht, oder nicht? Der Prophet sagt, dass Allah Ta'ala sagt, مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mein Diener nähert sich mir mit nichts an, das mir lieber ist, als jenes, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Das heißt, eine Pflicht hat eine gewisse Priorität gegenüber Soll- und Kann-Handlung. Und es ist der Fakt, dass die Tazkiya des Nafs, die Tazkiya, eine Soll-Handlung ist oder eine Muss-Handlung? Ist es eine Muss-Handlung oder eine Soll-Handlung? Soll, ja, man kann es machen, es ist besser, es zu tun. Allah Ta'ala sagt doch, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Wer sie läutert, ist erfolgreich. Wer sie verkommen lässt, seine Seele, ist verloren. Und das ist eine Form von Androhung. Und Allah Ta'ala droht nicht an für Kann-Handlungen, die man machen sollte. Und deswegen sagen die Gelehrten, sie sagen die Definition der Kabira, was ist denn eine große Sünde? Wie definiert man sie? Wie wird eine Kabira definiert? Es gibt wenige Handlungen, über die im Koran steht oder in der Sunna, dass das eine Kabira ist. Aber es gibt Kabair und Sagair, sahih? Es gibt sogenannte große Vergehen und kleine Vergehen. Allah Ta'ala sagt, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Und jene, die die großen, schwerwiegenden Sünden meiden. Das heißt, es gibt auch kleinere Vergehen. Ich glaube, in der deutschen Sprache nennen sie das Bagatellverbrechen oder so, keine Ahnung. Es gibt also diese Differenzierung. Und die Tazkiya ist eine Pflicht in einem gewissen Maß. Nicht jede Handlung, die unter die Tazkiya fällt, ist verpflichtend, aber in einem gewissen Maß oder als Grundkonzept, sagen wir, ist es verpflichtend. Es ist nicht nur verpflichtend, wir kommen am Ende noch dazu, das ist aber sehr wichtig, die Handlungen des Herzens haben genauso wie die körperlich-motorischen Handlungen verschiedene Einteilungen. Es gibt Pflichthandlungen, verbotene Handlungen, genauso auch die Handlungen, wir nennen das mal Handlungen des Herzens. Was ich damit meine, kommt noch. Auch hier gibt es verbotene Handlungen, verpflichtende Handlungen. Das sind meistens Gesinnungen oder Einstellungen, die man hat, aber die Gelehrten nennen das Handlungen. Einige der Ahlul Ilm erwähnen sogar, dass diese wichtiger sind, eine Priorität haben gegenüber den körperlichen Handlungen. Aber dazu kommen wir später, das zeige ich euch auch warum. Zu der Wichtigkeit. Ein weiterer Aspekt, der uns die Wichtigkeit der Tazkiya zeigt, ist einfach folgendes Phänomen, folgender Fakt. Die Aufgabe, eines der Hauptaufgaben der Propheten. Die Propheten wurden nicht für niedere Aufgaben, nicht wichtige Aufgaben geschickt. Propheten waren auch keine Wahrsager, weil in einigen Religionen stellt man sich unter Propheten Wahrsager vor. Was ist die Aufgabe des Propheten? Du gehst zu ihm und fragst ihn,
das und das wurde gestohlen, wo ist das? Was passiert morgen? Was war gestern passiert? Wer ist mein Vater? Wer ist nicht mein Vater? Das ist die Aufgabe eines Wahrsagers, sowas. Die Propheten wurden für etwas anderes geschickt, und zwar um die menschliche mögliche Vollkommenheiten oder den Menschen so weit wie möglich zu vervollkommnen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Ich wurde nur ausgeschickt, um die herrlichen, die vorzüglichsten Charaktereigenschaften des Menschen zu vervollkommnen. Und Allah Ta'ala erwähnt die Aufgaben des Propheten. Er sagt: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Eine Aufgabe. وَيُزَكِّيهِمْ. Zweite Aufgabe. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Das ist die dritte Aufgabe. Allah hat den Gläubigen wahrlich eine Gunst und Gnade erwiesen, als er ihnen einen Propheten aus ihrer Mitte, also aus ihrer Mitte, damit ist gemeint, als Menschen ausgeschickt hat, aus ihrer Gattung. Er hat ihnen eine Gnade erwiesen. Was sind die Aufgaben dieses Propheten, dieses menschlichen Propheten? So, er sagt, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Er verliest ihnen seine Verse, seine Zeichen, also die Offenbarung. Das ist eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Er bringt ihnen das Buch und die Weisheit bei. Und das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, es gibt eine Aufgabe, das ist die ledigliche Verlesung, richtig? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. Er verliest ihnen die Verse. Also er trägt sie ihnen so vor, wie sie offenbart worden sind. Das aber nicht. Das ist nicht alleine seine Aufgabe, da gibt es noch eine weitere Aufgabe. Und er lehrt sie das Buch, was er ihnen vorher verlesen hat. Das heißt, die Interpretation und die Deutung des Buches. Wal Hikma und die Weisheit. Was ist die Weisheit? Die Weisheit ist hier die Sunna. Die Weisheit in diesem Vers ist die Sunna. Er hat noch eine Aufgabe. وَيُزَكِّيهِمْ. Und erläutert sie. وَيُزَكِّيهِمْ. Hier hören wir auch wieder das Wort der Tazkiya. Erläutert sie. Also er zeigt ihnen das, theoretisch, lebt das praktisch vor. Und lebt das praktisch vor. Und die Hikma, einer der Gelehrten, die das immer wieder erwähnt haben, dass die Hikma die Sunna ist, ist der Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ist einer der ersten, der ein Buch in dieser Nische geschrieben hat, Usul al-Fiqh, sein Buch Al-Risala. Al-Risala ist das erste Buch, das im Usul al-Fiqh geschrieben wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Wissenschaft Usul al-Fiqh vorher nicht existierte, aber gemeint ist, ein Buch exakt in dieser Nische, nur in diesem Themenbereich verfasst, zusammengestellt, das war Al-Imam Shafi. Darin erwähnt er immer wieder, dass die Al-Hikma im Koran an derartigen Stellen die Sunna ist. Allah Ta'ala sagt: وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَ. Hier werden die Frauen des Propheten angesprochen. Und erinnert euch an das, was in euren Häusern an den Ayat Allahs und der Hikma vorgetragen wird. Das heißt, hier werden zwei Sachen vorgetragen. Die Ayat, das ist der Koran, und die Hikma, das ist die Sunna. Tayyib, ein weiterer Grund, ein weiterer Aspekt, der uns die Wichtigkeit der Tazkiya zeigt, ist, wie ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe, sie ist sowas wie eine Zulassung zum Al-Jannah. Allah Ta'ala sagt: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Und wenn die alles Überwältigende kommt, die alles Überwältigende, damit ist die Stunde gemeint, die Al-Qiyamah. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. An diesem Tag wird der Mensch gedenken, was er getan hat, oder bedenken. An diesem Tag wird er sein Tun und sein Handeln bedenken. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Und das Jahim, das lodernde Feuer, wird sichtbar werden.
طيب. Jetzt kommt hier die Stelle, die die Tazkiya betrifft. Allah zeigt nämlich einmal eine Gattung von Menschen, die sich geläutert haben, und einmal eine Gattung, die sich nicht geläutert haben. Er sagt: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Und was jene anbelangt, was jene angeht, die tyrannisch waren. Tara bedeutet so viel wie die Grenzen übertreten, maßlos waren. Das ist eine Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, und die das irdische Leben bevorzugten, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, so soll das lodernde Feuer ihre Heimstätte sein. Das sind die Menschen, die ihre Seele verkümmern lassen haben. Dann nennt Allah Ta'ala die andere Sorte. Er sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Das sind wieder zwei Eigenschaften. Wer aber den Stand vor seinem Herrn gefürchtet hat, also das Stehen vor seinem Herrn befürchtet hat, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, und seine Seele vor dem Befolgen des Hawa, vor den Neigungen und den Trieben zurückgehalten hat, so soll das Paradies seine Heimstätte sein. Das ist die Tazkiya und das Vernachlässigen der Tazkiya. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte für gewöhnlich folgendes Dua auszusprechen. Er sagte: Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. O mein Herr, gebe meiner Seele ihre Gottesfurcht, die Taqwa, und läutere sie. Zakkiha, läutere meine Seele. Du bist ihr Herr und Hüter. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das sinnlos ist. Vor Wissen, das nutzlos ist. Und vor einem Herzen, das keine Demut kennt. Und vor Bittgebeten, die nicht erhört werden. Sinnloses Wissen, was ist das? Gibt es sinnloses Wissen? Also, weil wenn wir von Wissen reden, Wissen hat meistens, dieses Wort alleine, Wissen hat eine positive Konnotation, oder nicht? Wenn wir Wissen, von Wissen reden, ist meistens etwas Positives. Also es gibt auch etwas, wovor der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht sucht, und er bezeichnet das als Wissen, das nutzlos ist. Es gibt nutzloses Wissen. Nutzloses Wissen, wie zum Beispiel Wissen, das eigentlich erlernt wird, weil es einen praktischen Bezug hat. Hat was mit Umsetzung zu tun, aber es wird nur auf theoretischer Art und Weise gelernt, also nur für die Theorie. Obwohl es eigentlich ein Wissen ist, das nur für die Praxis gelernt wird, für die Umsetzung. Das ist nutzloses Wissen. Aber es gibt auch anderes nutzloses Wissen. Das nennen die Gelehrten des Tafsir, sie nennen das Mubhamat al-Quran. Habt ihr schon was davon gehört? Mubhamat al-Quran. Mubhamat al-Quran, das sind Dinge, die im Quran nicht detailliert genannt worden sind. Detaillos angeführt worden sind, weil die Details nicht von Belangen sind. Die Details sind nicht vom Belangen, nicht vom Interesse des Zuhörers oder des Lesers. Das nennt man Mubhamat al-Quran, das ist so nicht wirklich sinnvolles Wissen. Also damit sollte man sich nicht, das sollte man nicht zu seinen Prioritäten zählen. Ein Beispiel dafür. Wie groß war das Schiff von Nuh? Aus welchem Holz war es gebaut? Wie viele Lebewesen waren darauf? Wie hieß der Hund von den sogenannten Ashabul Kahf? Das nennt man Mubhamat al-Quran. Und sowas, wäre es vom Interesse des Lesers oder des Zuhörers, dann hätte der Quran das genannt. Aber der Quran hat das bewusst ausgelassen, weil es nicht vom Interesse ist. Yani, was soll ich damit anfangen, wenn ich weiß, aus welchem Holz es gebaut worden ist oder wie viel Nägel benutzt worden sind, um dieses Schiff zu bauen. Und das wird tatsächlich teilweise in diversen Büchern genannt. Das kommt aber dann meistens aus anderen, aus Fremdquellen, sage ich mal, aus fremden Quellen, wie den sogenannten Israeliat. Die Israeliat, das sind
Berichte oder ja, Berichte aus den Büchern der Ahlul Kitab. Die meisten Details über derartige Dinge kommen aus diesen Quellen. Wir haben jetzt verstanden, wie wichtig die Tazkiya ist, was die Tazkiya bedeutet. Und ich möchte kurz auch mal erwähnen, warum es so wichtig ist, die Tazkiya anzusprechen. Einer der Gründe, weshalb es wichtig ist, ist folgender. Das behaupte ich zumindest. Also zum einen steht außer Frage, dass dieser Bereich des Islams vernachlässigt wird. Alles, was mit dem spirituellen Islam zu tun hat, wird meistens heute vernachlässigt. Die Religion wird begrenzt auf diverse äußerliche Merkmale, äußerliche Handlungen nach strikten Schemata. Und das ist so der Dien bei vielen. Und so wird er uns vorgepredigt, besonders hier in Deutschland. Der Dien wird uns wie so eine, die Religion, der Islam als so eine Hülle, eine Schale vorgepredigt. Aber diese spirituellen Aspekte, die Tazkiya, die A'mal al-Qulub, das Innere, die Überzeugungen, die Gewissheiten, sowas wird meistens vernachlässigt. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und das hat schwerwiegende Probleme für die Leute. Ein Beispiel. Und in der Realität ist das eigentlich, sollte das genau umgekehrt passieren. Man beginnt vom Inneren und überträgt das auf das Äußere. Und nicht umgekehrt vom Äußeren beginnen und nach innen irgendwas übertragen. Das funktioniert meistens nicht und das bleibt dann meistens bei dieser Hülle draußen, dieser Schale, die man anhat. Und der Prophet sagte, ala inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Wahrlich, es gibt im Körper ein etwas, wenn es in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Wenn es verdorben ist, verdirbt der ganze Körper, und das ist das Herz. Mit dem Herz ist hier nicht diese Pumpe gemeint, sondern mit dem Herz ist dieser, das was man auch ein Nafs nennt oder etwas spirituelles, etwas geistliches im Menschen. Was ist das Problem, wenn wir die Religion einfach nur auf äußere Schalen beschränken und den Menschen die Religion so beibringen, als wäre die Religion nur ein äußerliches Aussehen und Auftreten, ein gewisser Kleidungsstil und diverse Handlungen. Wenn du so aussiehst, dann bist du religiös, wenn du das nicht machst. Ich will nicht die Wichtigkeit des sogenannten Al-Amal al-Zahir runtersprechen. Es gibt in der Realität eine Korrelation zwischen Innen und Außen, dazu komme ich noch. Es kann auch nicht umgekehrt sein, dass jemand behauptet, er macht jedes mögliche Verbrechen, und dann behauptet er, man muss aber nur ein sauberes, gutes Herz haben. Das geht natürlich auch nicht, man kann kein sauberes Herz haben, wenn man äußerlich gänzlich korrupt und verdorben ist. Dazu kommen wir aber später nochmal. Aber was passiert, wenn wir die Leute so erziehen, das Folgendes. Für jemanden ist beispielsweise sein ganzes religiöses Bild nur der Bart. Also jeder, der einen Bart hat, ist ein tüchtiger, frommer Mensch. Und jeder, der keinen hat, ist es nicht. Für ihn ist seine ganze religiöse Welt nur der Bart. Was das Problem jetzt ist, wenn er mal irgendwie gedrungen und gezwungen ist, seinen Bart zu entfernen, aus diversen Gründen, egal was es sei, beruflich oder sonstige Tyrannerei im Land oder was auch immer. Was dann passiert ist, für ihn war sein komplettes der Bart war seine Welt, seine Religion. Und jetzt ist sie weg und er verliert dann alles Religiöse an sich selbst. Du siehst dann, dass er ganz anders ist. Er reagiert auf diverse Handlungen anders, verändert sich komplett, nur weil sein Bart verschwunden ist. Die Ursache bei ihm war nur das äußere Aussehen, das war die Religion. Tayyib. Also die Wichtigkeit, diese spirituellen inneren Aspekte des Islams werden vernachlässigt. Und aufgrund dieser Vernachlässigung entsteht eine Wankelmütigkeit
bei den besonders bei den Jugendlichen sind sehr, sehr wankelmütig. Du siehst manche tatsächlich, du siehst ihn manchmal 2 Wochen ist er auf dieser Schiene und auf einmal nach einem Monat siehst du ihn wieder wo ganz anders und nach 2 Monaten siehst du ihn wieder. Diese Wankelmütigkeit, diese Haltlosigkeit, auch Geschmackslosigkeit, findet im, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht vom Iman und er sagt, er spricht von etwas, was er Halawatul Iman nennt. Halawatul Iman, die Süße des Imans. Das heißt etwas, was man genießt und empfindet, etwas, was man verspürt. Sowas fehlt dann, wenn man die Religion nur auf äußerliche Merkmale begrenzt. Eine weitere Folge davon, diese inneren Aspekte des Menschen, diese inneren Einstellungen zu vernachlässigen, ist, dass es zur Spaltung führt, der Zusammenhalt wird geschwächt, Solidarität und derartige Werte gehen verloren. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Und gehorcht Allah in seinem Gesandten. وَلَا تَنَازَعُوا. وَلَا تَنَازَعُوا. Das heißt, und spaltet euch nicht. Zerspaltet euch nicht. Seid nicht zerstritten. Warum? Er sagt, فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Wer von euch die arabische Grammatik kennt, der wird sich hier fragen, oder ich übersetze es erstmal. Allah Ta'ala sagt, und also gehorcht Allah und seinem Gesandten und zerstreitet euch nicht, auf das eure Macht, euer Ansehen nicht verfliegt. Wer von euch die arabische Grammatik kennt, der wird sich hier die Frage stellen, warum sagt Allah Ta'ala وَتَذْهَبَ. Hier steht es im Akkusativ, aus dem arabischen Sprache Nasmin. Die Ursache ist dieses Fa hier. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُ. Das nennt man Fa us-sababiyya, das Fa der Kausalität, der Ursache. Das heißt, Allah Ta'ala sagt, dieses Verschwinden eurer Macht und eures Ansehens, die Ursache davon ist das, was vorher verboten wurde, nämlich der Ikhtilaf. Was bedeutet aber, das ist nun mal, das hat jetzt nicht direkt mit der Tazkir zu tun, nur wenn hier von, Allah Ta'ala verbietet hier die Zerstrittenheit, die Spalterei, aber was genau bedeutet das? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Heißt das nur die verschiedenen Unterschiede und Differenzen innerhalb der Umma oder ist das mehr? Weil, wenn wir uns zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, der sagt, وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ مَعَ أَنْبِيَائِهِمْ. Und jene, die vor euch waren, sind nur zugrunde gegangen wegen ihrer übermäßigen Anzahl von Fragereien. Also Fragereien, die nicht von deinen Belangen sind. Und ihre Kontroverse mit ihren Propheten. Ikhtilaf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt das Wort Ikhtilaf. Ikhtilafuhum ma'an bi'ahum. Und daher, Einigkeit erfordert nicht nur eine körperliche Einigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach. Einigkeit bedeutet nicht nur körperliche Einigkeit, dass man sich zusammenscharrt, aber innerlich diametral unterschiedlich ist. Derartige Einigkeiten halten nicht lange. Sie sind wie so ein brüchiges Mauerwerk. Ein brüchiges Mauerwerk, das jederzeit bei der kleinsten Berührung einstürzen kann. Allah Ta'ala sagt, وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Du denkst, sie wären vereint, körperlich.
Aber ihre Herzen sind verschieden. Ihre Herzen sind unterschiedlich. Wie dem auch sei, also ich habe gesagt, eines der Ursachen für den Verfall und Zerfall der islamischen Gemeinschaft ist das Fehlen der Tazkiya. Inwiefern? Inwiefern? Was hat das damit zu tun? Einfach insofern, dass Uneinigkeit wird manchmal, also die Hintergründe, die Bewegungsgründe für diese Uneinigkeit sind nicht immer rein objektive Meinungsverschiedenheiten. Oft sind es subjektive Einstellungen des Menschen. Oft stehen dahinter Charakterschwächen. Oft stehen dahinter Krankheiten des Herzens. Beispielsweise eines der Hauptursachen, warum Menschen sich gegenseitig auf die Birne hauen, ist Neid und Hass. Und dieser Hass muss nicht immer begründet sein. Also manchmal ist er unbegründet. Der Prophet soll das sagen, das ist sehr interessant. Und ich finde es sehr interessant, dass Ibn Abd al-Barr ist einer der großen Muhaddithun aus dem Muhaddithun und malikitischen Rechtsgelehrten, Al-Andalusi. Er hat ein Buch geschrieben über das Wissen und die Charaktereigenschaften des Rawi, das heißt des Tradenten des Hadith und des Schülers oder des Muta'allim. Und ein ganz interessanter Fakt ist, als er über die Gelehrten sprach, es gibt bei den Hadith-Gelehrten ein Prinzip, das sagt, la yuqbalu jarhul, la yuqbalu jarh al-Qurana, oder so ähnlich drücken sie das aus. Das heißt, die Kritik des Qarin, Al-Qarin ist sowas wie ein, wie nennt man das, Mitstudent, oder jemand, der auf deinem gleichen Niveau ist. Die Kritik dieser Qurana wird gegenseitig nicht akzeptiert. Also ich kann einen Fremden kritisieren und es kann sein, dass meine Kritik akzeptiert wird, aber den Qarin, wenn ich ihn kritisiere, wird das möglicherweise nicht akzeptiert. Wissen Sie warum? Ibn Abd al-Barr erklärt das, indem er dieses Kapitel mit einem Hadith beginnt. Er sagt, Dabba ilaykum da'u al-umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Die Krankheit der vorherigen Umam ist auch zu euch gekrochen. Was ist diese Krankheit? Al-Hasad, Neid und Al-Baghda, Hass. Warum erwähnt ihr das hier im Kontext der Gelehrten? Neiden Gelehrten. Neiden sie oder nicht? Wir haben immer die Vorstellung von Gelehrten, dass es Heilige sind. Das ist aber nicht der Fall. Ein Gelehrter zeichnet sich durch seine Expertise aus, in seinem Wissen, aber er ist ein Mensch. Ibn Abd al-Barr erwähnt es im Kontext der Gelehrten, weil die Gelehrten untereinander manchmal tatsächlich ein enormes Ausmaß von Neid haben. Und wisst ihr warum, wo Neid eigentlich entsteht? Du wirst selten einen normalen Otto-Normalverbraucher finden. Otto-Normalverbraucher jetzt im Sinne, im Vergleich jetzt von dem Gelehrten und dem Nichtgelehrten. Er kann aber natürlich in seinem Gebiet auch ein Experte sein. Sahih? Wenn er zum Beispiel ein Mechaniker ist oder ein Architekt, dann ist er eben in seinem Bereich ein Experte. Aber warum wirst du selten finden, dass ein normaler Mann Religionsgelehrten beneiden wird. Beneiden, schon richtig beneiden. Nicht nur sich wünschen, so zu sein, sondern beneiden. Krankhaft beneiden. Das wirst du selten finden, aber du wirst die Ahlul Ilm untereinander finden, wie sie sich krankhaft beneiden. Wisst ihr warum? Neid entsteht immer da, wo es Konkurrenz gibt. Neid entsteht immer da, wo es Konkurrenz gibt. Wenn ich mich nicht in diesem Bereich als Konkurrenz sehe, werde ich ihn auch nicht beneiden. Aber deswegen auch, wenn ich beispielsweise sehen wir, dass unter Händlern Neid. Händler beneiden sich gegenseitig, weil sie gegenseitig konkurrieren. Oder Leute, die in einem bestimmten Feld arbeiten, beneiden sich gegenseitig. Aber ein Bauer wird vielleicht einen
dachte, er kann nicht beneiden. Er sieht ihn nicht als seinen Konkurrenten. Das heißt, eines der Ursachen für Schwäche ist die Zerstrittenheit. Und die Zerstrittenheit hat natürlich Vorursachen. Und diese Vorursachen sind manchmal zurückzuführen auf seelische Defizite. Seelische Defizite, Hass, Krankheit, Neid, Groll, Arroganz, Hochmut. Ja. So, eben. Oder auch die extreme Liebe und ein extrem krankhafter Hang zum Materiellen. Das ist eine Krankheit des Herzens, das ist eine Krankheit der Seele. Aber diese Krankheit wird zu diversen Konflikten mit der Gesellschaft führen. Weil er zum Beispiel aufgrund dieses Hanges und der Neigung skrupellos sein wird in der Anhäufung von Vermögen, egal auf welche Art und Weise. Und egal wie und durch welche Wege. Wir beachten dann meistens die Endresultate und die Handlungen. Wir bewerten dann die Handlungen, er hat so und so gemacht. Aber die Frage, die viel wichtiger ist, was hat ihn dazu getrieben? Weil wir sehen ja auch, es gibt reiche Betrüger oder Diebe und Räuber, sind nicht immer die Armen. Beim Armen könnte man sagen, es war die Not, der Bedarf, die ihn dazu gebracht hat. Aber was bringt einen Reichen, einen Wohlhabenden, was bringt ihn zu derartigen Verhalten? Das ist dann nicht nur der Bedarf, es ist nicht nur die Not. Da ist irgendwas anderes in ihm nicht. Da stimmt etwas nicht. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist ganz interessant. Und es ist Realität, dass vielen Menschen ist Ruhm lieber als Vermögen. Oder? Menschen geben ihr Geld und ihr Leben aus für Ruhm. Richtig? Also der Ruhm, Ansehen, Macht ist etwas, was vielen Menschen lieber ist als das Vermögen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt aber diese zwei Faktoren, Ruhm und Vermögen. Er sagt, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانْ أُرْسِلَ فِي غَنَمْ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالْجَهِ. Er sagt, zwei Wölfe, die auf eine Herde von Schafen gehetzt werden, sind nicht schädlicher für sie, also für diese Herde, als die Gier des Menschen nach Vermögen und Ruhm. Die Gier des Menschen, also für seine Religion, sind sie schädlicher. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt dieses Beispiel, damit du dir ein Bild malst. Du sollst dir das visuell vorstellen. Der Mensch lernt nämlich visuell besser. Du sollst dir dieses Bild mal ausmalen. Zwei hungrige, wilde Wölfe werden gehetzt auf eine Herde von kleinen, wehrlosen Schäfchen. Was sie da anrichten, wie das Gemetzel aussehen wird, das kannst du dir ausmalen. Und ähnlich sagt er hier, oder er sagt, es ist sogar schlimmer, wenn die Wölfe der Gier und der Gier nach Vermögen und nach Ruhm auf den Menschen gehetzt werden. Was sie dann mit seiner Religion, mit seinem Geist und mit seiner Seele machen, ist verheerender. Jetzt stellt sich eine Frage, und zwar die Mittel der Tazkiya. Wie kann man sich selbst jetzt läutern? Was kann ich tun, um die Tazkiya in Bewegung zu bringen? Und ich glaube nicht, dass wir das zu Ende bringen werden. Aber wir wollen ein paar Punkte erwähnen. Grundsätzlich sagen wir mal so, du kannst dir das wie folgt vorstellen. Wenn wir die Tazkiya oder die Mittel der Tazkiya als eine große Überschrift nehmen, dann zeichne zwei Zweige. Zwei Zweige. Das heißt, die Wege und die Mittel unterteilen wir in zwei weitere Hauptkategorien. Es gibt einmal die sogenannten theoretischen, erkenntnismäßigen Mittel. Die haben nichts mit praktischer Umsetzung zu tun. Sie haben mit Erkenntnis, mit Erfahrung, mit deiner Gesinnung zu tun. Darunter gibt es dann nochmal mehrere kleinere Kategorien. Und dann haben wir
praktische Wege. Das heißt, da machst du etwas. Also du tust aktiv etwas, zum Beispiel körperlich-motorische Handlungen, um diese Tazkiya zu verwirklichen. Eines der ersten und wichtigsten theoretischen, erkenntnismäßigen Mittel ist folgendes. Das Bewusstsein, ich benutze das Wort Bewusstsein für etwas, das beständig vor deinen Augen ist, das ständig präsent ist vor deinen Augen. Das Bewusstsein über den großen und übergeordneten Zweck deiner Existenz. Du musst dir dessen bewusst sein. Also, ich wiederhole nochmal. Bewusstsein ist etwas anderes, als sich mal gelegentlich an etwas zu erinnern. Gelegentlich mal an etwas erinnern, das ist nicht das wirkliche Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet etwas, was dich prägt. Ein Gedanke, der ständig da ist und dein Leben prägt. Weil ansonsten weiß nicht jeder, ich gebe euch ein Beispiel, eines der Dinge, die einen Menschen prägen können, einen Menschen zum Umdenken bringen können, ist zum Beispiel das Bewusstsein darüber, dass er sterben wird. So, hey, dieses Bewusstsein, dass ich sterben werde, kann mich extremst bewegen und antreiben. Es kann eine enorm starke Antriebskraft für mich sein, gewisse Dinge zu unternehmen. Aber gibt es einen Menschen, der nicht weiß, dass er sterben wird? Ich glaube, der Tod ist eine der größten Wahrheiten, über die niemand spekulieren kann. Jeder weiß es, gläubig oder ungläubig, was auch immer, welche Religion er auch hat, religionslos, gottlos, jeder weiß, dass er sterben wird. Aber das prägt nicht jeden. Denn das bloße Wissen ist nicht die Bewusstheit. Die Bewusstheit nochmal ist etwas, was dich begleitet, ständig vor deinen Augen ist. Es ist der Antrieb, der dich bewegt. Das ist der Unterschied. Und deswegen sagte, ich glaube, es war Hassan al-Basri, er sagte, es gibt nichts auf der Welt, was zugleich eine so große Realität, ein Fakt ist, aber gleichzeitig etwas ist, was so scheint, als wäre es etwas, worüber die Menschen zweifeln. Das ist, er sagte, der Tod. Also das Bewusstsein über deine übergeordnete, ich meine jetzt übergeordnet, weil wir haben im Leben, jeder hat im Leben diverse Ziele, die er verfolgt. Sei es jetzt beruflich, Karriere, die Bildung, Familie. Das sind kleinere Ziele. Es muss ein übergeordnetes, ultimatives Ziel geben. Dieses Ziel muss dem Menschen bewusst sein. Und er muss sein Leben an dieser Lebensroute anrichten und dementsprechend leben. Und sein Leben dementsprechend anpassen. Und entsprechend der Präsenz dieses Gedankens hast du dann auch die Antriebskraft, die Motivation zur Tazkiya oder eben nicht. Entsprechend der Schwäche dieses Gedankens, des Bewusstseins, wird auch deine Antriebskraft dann darunter leiden. Und deswegen, wir sehen das im Koran, das Bewusstsein den Menschen in seinem Tun prägen kann. Allah Ta'ala sagt, das ist sehr interessant, dieser Vers, ich finde diesen Vers wirklich genial, ich finde ihn genial, weil der Vers aus, sagen wir, drei Sätzen besteht. Nur drei ganz kurze, kleine Sätze. Aber jeder dieser Sätze steht für eine Bedeutung. Der erste Satz beschreibt ein Phänomen. Der zweite Satz beschreibt die Ursache oder eine Ursache. Der dritte Satz beschreibt eine Lösung. Allah Ta'ala sagt, Kalla, innal insana la yatra. Wahrlich, der Mensch, was ist mit ihm? Innal insana la yatra. Der Mensch ist tyrannisch. Er rebelliert.
der Mensch überschreitet Grenzen. Der Mensch überschreitet Grenzen. طيب. Was ist dann? Dann sagt Allah Ta'ala, dieser Vers begründet, warum wird der Mensch so? Ar-ra'ahu istaghna. Weil er sich selbst unbedürftig sieht. Er hat also ein gewisses Bewusstsein über sich selbst. Er sieht sich als einen unbedürftigen Menschen, der niemanden und nichts braucht, weil er beispielsweise vermögend ist, weil er eine starke Körperstatur hat, weil er Gefolgsleute hat, weil er Macht hat, weil er einen Thron hat, auf den er thront. Diese Sachen, wenn er dann sieht, dass alles von ihm abhängig ist in seiner Umgebung, und er hat diese Illusion irgendwie, er bekommt diese Illusion, dass er selbst unabhängig geworden ist, unbedürftig, das führt ihn dann zu dieser Tyrannerei, zu dem Übertreten der Grenzen, dass man sich selbst verschätzt. Und dann nennt Allah Ta'ala eine Lösung. Und diese Lösung ist wieder ein Bewusstsein, eine Bewusstseinssache. Diese Lösung ist auch wieder eine Bewusstseinssache. Inna ila rabbika arruja'a. Zu deinem Herrn ist die Rückkehr. Zu deinem Herrn ist die Rückkehr. Was hat das in diesem Kontext zu tun? Das ist eine Androhung und eine Erinnerung für diesen Tyrann. Der hat etwas vergessen gehabt. Der hat etwas vergessen gehabt, und zwar diese Rückkehr. Und dass er nicht unbedürftig ist. Dass er in seiner Existenz und Entstehung bedürftig war, in dem Erhalt seines Lebens bedürftig ist und nach seinem Leben zurück zu jemandem kehrt, der tatsächlich unbedürftig ist, vor dem er sich zu verantworten hat. Das heißt, dieser Vers beschreibt ein Phänomen, eine seelische Krankheit. Er beschreibt die Ursache und er beschreibt die Lösung, nur in drei Versen. Ein anderer interessanter Punkt hier in diesem Vers ist, Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna kann auch bedeuten, istaghna, Müdigkeit und Erschöpfung. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen und gesagt, löst sie von dieser Situation. Betet, solange ihr Aktivität verspürt, solange ihr aktiv seid. Und wenn ihr müde werdet, ruht euch aus. Und er sagte, in Bezug auf die Isolation, dass man sich irgendwo zurückzieht in die Berge. Und natürlich kann es vielleicht individuell für manche Personen sinnvoll sein, in manchen Situationen, aber grundsätzlich sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. Derjenige, der sich unter die Menschen bringt, mit ihnen lebt und ihre Kränkungen erträgt, ist besser als der sie meidet und sie nicht erträgt. Denn das ist eine ganz normale Sache, da wo Menschen, ganz viele Menschen zusammenleben und da entstehen Reibungen und mit Reibungen entstehen Konflikte. Und besonders für Leute, die diverse Begabungen haben, mit denen sie nützlich sein können, sollten das niemals machen, sich zurückziehen und isolieren. Denn das wird den Zerfall der Umma beschleunigen. Das wird ihn beschleunigen. Wenn jeder, der irgendwas sagen kann, irgendwas bieten kann, anbieten kann, sich zurückzieht und isoliert, der beschleunigt irgendwie das Ganze, der beschleunigt diesen Zerfall. Ja. Eigentlich habe ich hier noch insgesamt drei Themen. Also die praktischen Wege, die erkenntnismäßigen Wege und die Beziehung zwischen Zahir und Batin. Aber ich glaube, wir begnügen uns heute hier. Was wollt ihr? Die Reihenfolge ist aber umgekehrt. Erst die.
Das kann sein, aber eigentlich wollte ich erst die, weil die Erkenntnismäßigen sind eine Voraussetzung für die Praxis, nicht umgekehrt. Tayyib, erwähnen wir noch ein paar Punkte hier. Der zweite Weg, erkenntnismäßige Weg zur Seelenläuterung ist auch eine andere Form des Bewusstseins. Nicht das Bewusstsein über deinen Lebenszweck, sondern das Bewusstsein über die Realität des irdischen Lebens. Die Realität des irdischen, des weltlichen Lebens. Und eines der Ahadith, die das präzise auf den Punkt bringen, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith von Al-Qamah über Abdullah. Er sagte, ich betrat eine Räumlichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hat auf einer Matte geschlafen. Ihr kennt vielleicht diese geflochtenen Matten, die, ich weiß nicht, aus welchem Material sie hergestellt wurden. Heute werden sie aus genauso Stroh und so ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darauf gelegen habt und geschlafen habt. Oder diese Betten, vielleicht kennt ihr das, es gibt so Betten, die sind, da ist so ein Gestell aus Holz und das ist wie so ein großes geflochtenes Gewebe, darauf schläft man. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das wird im indischen Subkontinent noch heute verwendet, die Leute schlafen darauf. Das ist also nach unseren Maßstäben extrem ungemütlich. Er hat darauf geschlafen und als er aufstand, er sagt, وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. Und man hat auf seiner Seite, er hat auf der Seite geschlafen, es hat Abdrücke hinterlassen. Und da sagte er, ja Rasulullah, afala nattakhidhu laka wita'an, sollen wir dir kein Polster anschaffen? Und dann sagte er, mali walid dunya, was habe ich mit der Dunya gemein? Innama mathali ka mathali rakibin. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Mein Gleichnis ist nur wie das eines Durchreisenden, ein Durchreisender, der kurz unter einem Schatten hält, sich ausruht und dann aufsteht und fortgeht. In diesem Hadith, dieser Hadith impliziert eigentlich die Realität dieser Dunya oder ein gewisses Bewusstsein, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte in Bezug auf sein Verhältnis, seine Beziehung zu dieser Dunya. Und zwar, er spricht hier von einem Durchreisenden. Ein Durchreisender reist auf einem Weg, auf einem Pfad, sahih. Und dieser Pfad oder dieser Weg, das soll in diesem Hadith, das soll diese Welt hier sein oder das Leben auf dieser Welt, man ist wie ein Durchreisender. Man kommt, man hat ein Ziel, versucht dieses Ziel auf die kürzeste, schnellste und effizienteste Art und Weise zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, die schnellste und effizienteste Art und Weise bedeutet nicht, ich erwähne das, weil als ein Muslim wissen wir, was ich meine, oder die meisten werden wissen, was ich damit meine. Nur es gibt manchmal Leute, ich habe mal eine Khutba gemacht über die Wertlosigkeit des diesseitigen Lebens. Die Wertlosigkeit des diesseitigen Lebens. Und da hat einer, ich glaube, das ist so ein, Islamkritiker, und der nimmt gelegentlich ein paar Videos von mir und gibt ihnen dramatisierende Überschriften und postet sie dann. Ich habe mal eine Khutba gemacht über die Wertlosigkeit der Dunya und der hat das Video genommen, hat ihm eine dramatische Überschrift gegeben und das dann ins Internet gestellt. Er wollte damit suggerieren, hier, er sagt, die Dunya ist wertlos, also so schnell wie möglich in die Luft springen. Den schnellsten Weg zum Tod suchen.
Das meinen wir aber nicht mit sowas, wenn wir über derartiges reden, ist nicht damit gemeint. Damit ist gemeint, dass man die Dunya für das ausnutzt, für was sie geschaffen worden ist und versucht, auf kürzeste Zeit, kürzeste Wege, größte Effizienz zu bewirken. Und das ist hiermit gemeint. Und der Prophet sagte, er sagte, die besten Gläubigen sind jene, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Die vorzüglichsten, vortrefflichsten, die Vorreiter im Iman sind jene, die ein langes Leben haben und, oder der, wer ein langes Leben hat und fromme Handlungen beschert bekommen hat. Das heißt, derartige Aussagen sollen nicht bezwecken, dass man, wie gesagt, schnellste Route sucht, um das Leben zu beenden. Das Leben ist ein Bazar, wie ein Bazar, in dem man versucht, den bestmöglichsten Handel zu betreiben. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns hier, die Welt ist, also er sieht sich wie einen Durchreisenden, also die Welt ist eine Route. Aber das Problem an dieser Route ist wie folgt. Ist es sinnvoll oder effizient, wenn ich auf dieser Route, auf dieser Straße, auf diesem Weg stehen bleibe und mal hier anfange, hier was mit dem Weg zu machen, hier stehen bleibe und ihn begutachte und bewundere und an dieser Laterne bleibe ich stehen und schaue sie mir aus allen Seiten an und dann kommt hier ein Blümchen, da bleibe ich auch stehen und vielleicht gehe ich nochmal zurück, da war ein schöner Ort, den habe ich verpasst. Das ist nicht effizient. Und deswegen, natürlich passiert es in den Straßen und Wegen, die wir heute hier, diese physischen Wege, die wir haben, da macht das wohl keiner. Aber dieser immaterielle, dieser abstrakte Weg, diese Lebensroute, diese Straße des Lebens, die auch einen Anfang und ein Ende hat, das Problem an dieser Route ist folgendes. Allah Ta'ala sagt, Inna ja'alna ma'ala al-ard zinatan laha. Dieser immaterielle, nicht fassbare Weg hat einen Unterschied zu dem physischen, materiellen Wegen und Straßen. Allah Ta'ala sagt, wir haben alles, was auf ihr ist, alles, was auf ihr ist, auf dieser Erde, haben wir zum Schmuck und zur Zierde gemacht, um euch zu prüfen. Was macht denn Schmuck und Zierde? Wenn du vorbeiläufst an etwas herrlich Schönem, du siehst wunderschöne Sachen, was wirst du machen? Du wirst stehen bleiben, es begutachten. Du wirst vielleicht Wege suchen, dir selbst das anzueignen irgendwie. Das heißt, du bist auf der Route immer wieder abgelenkt. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass du nur ein Durchreisender bist, dieses Bewusstsein wieder, wir reden hier wieder vom Bewusstsein, dieses Bewusstsein wird dich abhalten, dich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, um dein Ziel, wie gesagt, effizient, kurz und mit dem größten Gewinn und Erfolg zu erreichen. Und ich finde das interessant, dass Allah Ta'ala spricht hier, inna ja'alna ma'ala al-ard zinatan laha. Das finde ich aus einer Perspektive sehr interessant. Allah Ta'ala sagt, wir haben alles, was auf ihr ist, auf dieser Erde zum Schmuck gemacht. Ich glaube, jeder von euch hat eine gewisse Vorstellung über das einfache Leben auf der arabischen Halbinsel, oder? Das ist ein extrem einfaches Leben, nicht kompliziert. Und es gab, was kann man sich unter dem Schmuck und der Zierde vorstellen? Lehmhäuser, Zelte, Kamele, ein paar Schäfchen und die Ehefrauen. Aber das bezeichnet Allah Ta'ala als Schönheit. Das heißt, wir leben in einem, besonders in der modernen Zivilisation, ich glaube, diese Bedeutung Schönheit hat sich vervielfacht. Es gibt viel mehr Sachen, die wir schön finden, die uns anhalten,
die, über die wir staunen, die uns ablenken. Alleine zum Beispiel das Handy heute. Das Handy ist, glaube ich, einer der größten Faktoren oder Dinge, die unter dem Begriff Zina fallen. Das Handy ist meiner Meinung nach auch eine extreme Denkblockade. Eine Denkblockade, die Dauerkonsumenten wirklich vom eigenständigen Denken abhält. Weil in der Realität ist es so, und ich merke das bei mir selbst manchmal, wenn ich längere Zeit am Handy bin, merke ich, dass irgendwie der Ofen im Gehirn ausgeschaltet war. Du bist gar nicht mehr am Denken, du bist nur noch am Konsumieren. So, du bekommst nur noch Input, aber so das tiefgründige Sinieren und Denken ist irgendwie ausgeschaltet. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang habe ich erwähnt, dass eines der Gründe, warum die Tazkiya so wichtig ist, auch der Punkt ist, dass das Vernachlässigen der Tazkiya zu gesellschaftlichen Problemen führt. Gesellschaftlich im allgemeinen Sinne betrachtet, die Community, aber auch in tieferen Nischen der Gesellschaft, Familie, Großfamilie, Ehepartner. Hier haben wir einen interessanten Hadith, der von Thauban überliefert wird. Darin sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, yushiku an tatada'a al-umam alaykum kama tada'a al-qasa'atu al-akalatu ala qasa'atiha. Er sagte, es ist schon bald so weit. Es ist bald so weit, dass sich die Nationen, er sagt nicht eine Nation, er sagt Nationen, um eine Vielfalt auszudrücken. Es ist bald so weit, dass die Nationen über euch herfallen werden, wie die Gefräßigen über den Topf herfallen. Ich habe mal gesehen, so hungrige, gefräßige Menschen, die stürzen sich alle, wenn da so ein Topf mit Fleisch oder so gedeckt wird, stürzen sich alle drauf. Jeder versucht, irgendwas davon rauszureißen. Er sagt, die Nationen werden über euch herfallen, wie die Gefräßigen über ihren Topf herfallen. Und dann sagten sie, Amin qillatin yawma idhin ya Rasulullah, ist es wegen unserer geringen Anzahl, weil wir in der Anzahl die Minderheit sind. Weil das war die Vorstellung des Sahaba in der Iran, als sie angesprochen worden sind, waren sie in der Minderheit. Und sie haben sich gedacht, dass vielleicht die Minderheit eine der Ursachen dafür ist. Und dann sagte er, bal antum yawma idhin kathir. Nein, ihr werdet an diesem Tag, oder ja, wenn das passiert, ihr werdet in der Vielzahl sein. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wisst ihr, was das Wort al-ghutha bedeutet? Al-ghutha, habt ihr schon mal fließendes Gewässer gesehen? Fließendes Gewässer, da sammelt sich doch diese Stroh und diese Äste und aller möglicher Dreck sammelt sich so an. Da ist so ein Schaum, das fließt mitten. Der Prophet sagt, ihr seid wie dieser Ruthar. Ihr werdet wie dieser Schaum sein. Kein Gewicht, kein Wert, nur aufgeblähte Luft. Und dann sagt er, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةِ. Und er, Allah Ta'ala, wird aus den Herzen eurer Feinde, euer Ansehen nehmen. Also ihr werdet kein Ansehen mehr haben. Ihr werdet wertlos und belanglos sein für die Nation. Ihr werdet keinen Wert haben. Ihr werdet keine geachteten Gegner mehr sein. Oder jemand, den man auf gleichem Level sieht. Und dann sagte er, وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ. Und in eure Herzen wird er Schwäche füllen. Schwäche. Schwache Herzen werdet ihr haben. Und was sind diese schwachen Herzen? Er sagte, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Die Liebe zum Diesseits. Liebe. Hier ist nicht gemeint natürliche Liebe. Natürliche Liebe hat jeder Mensch. Oder? Oder kann irgendjemand von sich behaupten, dass er das Leben nicht liebt?
das Leben ist ihm total gleichgültig, dass er die materiellen Dinge auf dieser Welt nicht liebt. Das ist nicht möglich. Allah Ta'ala sagt, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ. Den Menschen wurden lieb gemacht, den Menschen, allen Menschen, wurden lieb gemacht, die Frauen, die Kinder, das Hab und Gut. Er nennt hier eine Reihe von Formen von Hab und Gut, Gold, Silber, Vieh, für Landsleute. Das wurde allen lieb gemacht. Jeder hat eine gewisse Neigung. Und das dient auch dem Selbsterhaltungsschutz des Menschen. Diese Triebe dienen in einer gewissen Art und Weise dem Selbsterhaltungsschutz des Menschen. Triebe, das Verlangen des Mannes nach einer Ehefrau oder der Ehefrau oder der Frau nach einem Mann, dient der Erhaltung der menschlichen Gattung. Hunger, Durst dient der Erhaltung des menschlichen Lebens. Liebe nach materiellen Gütern dient ebenfalls der Erhaltung der menschlichen Spezies. Das heißt, wenn der Prophet hier von einer Krankheit redet, meint er nicht diese natürliche, normale Liebe, Hubbu dunya wa karahiyatul maut, die Liebe zum Diesseits und die Abscheu vor dem Tod. Die Abscheu vor dem Tod. Hiermit ist nicht das normale Ausmaß gemeint. Hiermit ist eine entartete, unnatürliche, übertriebene Form der Gier und der Liebe nach materiellen Substanzen gemeint. Ja. Der dritte Punkt ist das Wissen über Allah Ta'ala, über seinen Namen und Eigenschaften, den glorreichen Eigenschaften. Und diese Erkenntnis in sein Leben zu integrieren, in seinen Riten, in seinem Alltag zu integrieren. Und dieses Phänomen, also die Erkenntnis um Allah Ta'ala und Allah Ta'ala durch diese Erkenntnis anzubeten, das ist auch etwas, was die Seele erleuchtet, was sie reinigt. Und das sehen wir besonders in den Bittgebeten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist interessant, dass man nicht unbedingt 5 Seiten lange Bittgebete braucht, die man meistens eh nicht versteht. Man leiert einfach einen Text runter, dass ein Dua sein soll, 5 Seiten lang, von dem man nichts begriffen hat. Ist hier irgendwas Spirituelles daran? Also kann man da irgendwie mitfühlen, mitinteragieren? Das ist nicht möglich. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die prophetischen Da'awat, seine Bittgebete, manchmal sehr kurz waren, aber so prägnant waren, sehr extrem inhaltsreich mit kurzen Worten. Kurze Worte, die sehr umfassend sind. Und deswegen gibt es keine besseren Bittgebete, Da'awat, als die des Propheten. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht selbst frei irgendwas aussprechen kann. Du kannst frei erfinden, was du willst an Da'awat. Es gibt da keinen speziellen Text. Du kannst frei erfinden, was du willst. Mit Wörtern, die du willst. Das ist eine andere Sache. Aber die prophetischen Da'awat, sie haben etwas an sich, was man in vielen anderen nicht findet. Wir sehen zum Beispiel etwas, was in Bukhari überliefert wird, was als Sayyidul Istighfar genannt wird. Sayyidul Istighfar. Das heißt, die allerhöchste Form des Istighfar, die man aussprechen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt darin, Sayyidul Istighfar, an taqul, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'at. Er sagt, O Allah, du bist mein Herr. Wir nummerieren mal die Sätze hier. Du bist mein Herr. Niemand ist der Anbetung würdig außer dir. Und hier ist ein ganz interessanter Punkt, den ich kurz mal, bevor wir weitermachen, erwähne. Er sagt hier, La ilaha illa ant. Ilah. Ihr habt das Wort Ilah bestimmt schon mal gehört, ne? Ilah. Wisst ihr, das Wort Ilah hat selbst an sich etwas Spirituelles, wenn man es begreift. Du kannst das Wort Ilah auf einer rein theologischen
durch einen rein theologischen Aspekt betrachten, das heißt der Anbetungswürdige, niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Aber du kannst es aus einem anderen Aspekt betrachten, aus einem spirituellen Aspekt, der ein gewisses Bewusstsein bei dir fördert, eine gewisse Gesinnung. Manche der Sprachwissenschaftler sagen, dass das Wort Ilah aus dem Begriff Al-Wala kommt. Al-Wala. Ilah kommt aus dem Wort Al-Wala. Wisst ihr, was Al-Wala ist? Habt ihr schon mal eine Kamelstute gesehen, die frisch entwöhnt wurde? Wurde frisch entwöhnt und wird der Mutter weggenommen. So schon mal gesehen? Diese Kamelstute, wenn sie entwöhnt wurde, frisch entwöhnt und dann auch noch der Mutter weggenommen wird, sie äußert eine gewisse Neigung, ein inbrüstiges, ein intensives Sehnen nach der Mutter. Eine Leidenschaft. Das nennt man sagt, Wali hal fasil ila ummihi. Und das Wort Al-Ilah kommt nach der Aussage einiger der Sprachwissenschaftler, Linguisten und auch der Mufassirun. Sie erwähnen, dass das Wort Ilah kommt aus dieser Bedeutung. Und hier sehen wir etwas, einen Aspekt, der mit dem Herzen zu tun hat. Diese Verbundenheit und diese Leidenschaft, dieses Sehnen. Das nennen sie auch Shauq ila Allah. Das Wort Al-Ishq gefällt mir nicht. Ihr kennt das vielleicht auch. In manchen Sprachen wird es benutzt, Al-Ishq. Al-Ishq ist nämlich etwas, ist so eine sinnliche Liebe. Sehnsucht. Ja, aber Al-Ishq wird oft verbunden mit der Liebe zwischen Mann und Frau, seiner sinnlichen Liebe. Und deswegen viele der Gelehrten sind der Auffassung, dass man das Wort Al-Ishq nicht unbedingt ganz passend ist im Verhältnis zu Allah Ta'ala. Aber Al-Shawq. Al-Shawq ist auch eine Form von Liebe, die mit einer gewissen Sehnsucht verbunden ist. Einer intensiven Sehnsucht. Jedenfalls, danach sagt er, du hast mich geschaffen und ich bin dein Diener. Ich halte mich an dein Abkommen und Versprechen, soweit ich es vermag. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich anrichte. Deine Gunst erkenne ich an und meine Sünde gestehe ich ein. Und jetzt kommt, nachdem er all diese Sachen genannt hat, hier lehrt uns der Prophet, wie das Dua aussehen soll. Das Dua kann auch mal detailliert sein. Es kann detailliert sein. Du erwähnst detaillierte Zustände von dir, Eingeständnisse, die du machst. Das sind alles Eingeständnisse, oder nicht? Anta Rabbi, hier gestehe ich ein, dass Allah Ta'ala der Herr ist, der Schöpfer, der Besitzer, der Walter. Du hast mich geschaffen. Das ist eine Folge davon, dass er Herr ist. Er hat mich geschaffen, er ist mein Herr. Das hat eine weitere Folge. La ilaha illa ant. Niemand ist der Anbetung würdiger außer dir. Und jetzt, er ist der Angebetete, der Anbetungswürdige, mein Schöpfer und mein Herr. So, was hat das? Wie sollte meine Beziehung zu ihm sein? Er sagt, ana abduk. Ich bin dein Diener. Ich bin dein Diener, dein unterworfener, ergebener Diener. Dann erkennt er, dann kommt was Neues, ein neues Geständnis. Er gesteht die menschliche Verletzbarkeit ein und die göttliche Vollkommenheit. Er sagt, ich gestehe deine Gnaden ein und ich gestehe meine Sünden ein. Und nachdem er all das gemacht hat, das ist in Realität ist ein Lob. Das ist ein Lob. Er lobt Allah Ta'ala und gesteht seine eigene Schwäche und Verletzbarkeit ein. Nachdem er all das gemacht hat, eingeleitet hat für sein Dua, das ist eine Form des Tawassul, indem er Allah Ta'ala lobt mit seinen Vollkommenheiten, seine eigene Schwäche akzeptiert und auch eingesteht. Und dann sagt er, فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْ. Darum, dieses Fa ist wieder hier, das sagst du darum, also weil das eben alles so ist, vergib mir, denn es vergibt niemand die Sünden außer dir.
Was, aber warum ich das hier erwähne, unabhängig davon, dass das als Sayyidul Istighfar genannt wird, der Prophet sagt, man qalaha muqinan. Wer diese Worte in Gewissheit und Überzeugung sagt, am Tag und zur Nacht stirbt, wird er ins Paradies gehen. Er sagt hier, muqinan, Gewissheit. Kann ich etwas in Gewissheit sagen, wo ich nicht mal verstehe, was ich da ausspreche? Einfach ein chinesisches Skript runterlesen und begreife gar nicht. Inwiefern ist das ein Dua? Wisst ihr, was Dua bedeutet? Dua bedeutet Ergebenheit, Zerbrochenheit, dass man eine gewisse, dass man sich sozusagen vor Allah Ta'ala zerbricht, dass man eine der Ulama sagte, wenn du verstehen willst, was das Dua bedeutet, dann schau dir einen Bettler an. Schau dir einen Bettler an, der bei voller, nicht diese Mafia-Bettler, sondern Bettler, der wirklich so in einer so starken Not ist. Schau dir an, wie er jemanden anbettelt und in welcher Intensivität. Und wie das, wie die Bitte aus seinem Herzen kommt, das bedeutet Dua. Das kann aber nicht passieren, wenn ich einfach ein Skript runterlese, voll mit kaltem Herz. Das ist nicht das Dua. Das ist besser, mach das Dua in deiner Sprache. Sag etwas, was du verstehst. Beharre nicht auf diverse Wortlaute, von denen du keine Ahnung hast, was sie bedeuten. Das ist kein Dua. Das ist ein Theater. Wenn du ein Skript für ein Theater auswendig lernst und das aussprichst. Der vierte und vorletzte Punkt. Auch wieder ein Bewusstsein. Deswegen habe ich gesagt, alles fällt unter Erkenntnis. Du musst dir über deine Realität bewusst sein. Also, was bedeutet es, Mensch zu sein? Sei dir bewusst über deinen Ursprung, deinen Wert, ich nenne es mal Wert, um sich nicht über sich selbst zu verschätzen. Inwiefern hat das mit der Tazkiya zu tun? Insofern, dass wenn es etwas gibt, was der Seelenläuterung in die Quere kommt, dann ist es die Hochmut. Al-Kibr, Hochmut, Arroganz, eingebildet sein. Diese Sachen stehen der Tazkiya oder sind komplette Gegensätze. Die Tazkiya kann nicht mit Hochmut gleichzeitig mit Hochmut zusammen stattfinden. Das sind kontradiktorische Gegenteile. Habe ich schon mal was gehört von kontradiktorischen Gegenteilen? Wir haben konträre Gegenteile und kontradiktorische Gegenteile. Kontradiktorische Gegenteile bedeutet, dass das eine das andere aufhebt. Also eine Koexistenz ist nicht möglich. Aber eins von beiden muss immer da sein. Eins von beiden muss da. Wenn etwas klein ist, dann kann es nicht groß sein. Es kann aber auch nicht klein und nicht groß sein. Richtig? Das nennt man kontradiktorische Gegenteile. Trieb schwarz und weiß. Schwarz-weiß, sind das kontradiktorische Gegenteile? Oder konträre Gegenteile? Das sind konträre Gegenteile, weil etwas kann nicht schwarz und nicht weiß sein, es kann rot sein. Aber es kann nicht schwarz und weiß sein zugleich. Die Tazkiya und der Kibir, Hochmut, sind kontradiktorische Gegenteile, die können nicht zusammenkommen. Hat jemand Hochmut in seinem Herzen, dann kann er es mit der Tazkiya vergessen. Die Hochmut ist eine Blockade. Warum ist der Mensch eigentlich hochmütig? Weil er sich irgendwo über den menschlichen Wert, über seinen eigenen Wert, er hat sich irgendwo da verschätzt. Seine Schätzung über sich selbst war etwas daneben gegangen. Und wisst ihr, die Sünden, die in Hochmut begangen werden oder wegen Hochmut, sind viel schwerwiegender. Wir haben zwei Menschen, die machen die gleiche Sünde. Der eine macht sie aber aus Hochmut, aus Arroganz,
aus Einbildung. Und der andere macht sie ohne all diese Aspekte, die Sünde des Hochmütigen ist viel gewaltiger und schlimmer. Und deswegen habe ich schon am Anfang erwähnt, dass diese inneren Aspekte eine Priorität haben. Sie sind schwergewichtiger. Nehmen wir zum Beispiel die Iblis. Iblis, glaubt ihr, die Sünde von Iblis lag nur daran, dass er sich nicht niedergeworfen hat? War dieses Kapitalverbrechen, was er begangen hat, nur, dass er sich nicht niedergeworfen hat? Es war nicht nur die Nicht-Niederwerfung. Es war etwas anderes. Etwas, was das begleitet hat. Allah Ta'ala sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ. Und als der ein Herr zu den Engeln sagt, ich werde einen Menschen aus Trin erschaffen, aus einer wertlosen Substanz. Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Der Mensch, woher kommt der Wert des Menschen? Ist es eine Substanz, aus der er geschaffen wurde? Wenn der Wert des Menschen aus einer Substanz herrühren würde, dann wären die Malaika um einiges würdiger als der Mensch. Nicht die Substanz, aus der der Mensch geschaffen ist, macht ihn wertvoll oder erhebt ihn bei Allah Ta'ala. Er sagt, das, was jetzt kommt, hat ihn angehoben. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Wenn ich ihn geformt habe und ihm meinen Geist eingehaucht habe, also die Seele, die ich geschaffen habe. Die Seele, diese Seele, die in diesen Körper eingehaucht wurde, sie hat den Menschen, sie hat ihm seinen Wert gegeben. Deswegen sagte ein Dichter, er sagte was ganz Interessantes. Er sagte, in ungefähr Übersetzung, er sagte, widme dich deiner Seele. Widme dich deiner Seele und bringe sie in Ordnung, denn du bist mit der Seele, nicht mit dem Körper Mensch. Den Körper teilen wir auch mit anderen Lebewesen. Mit allen Lebewesen teilen wir einen Körper. Aber das, was den Menschen zum Menschen macht, ihm seinen Wert gibt, ist diese Seele, die Allah Ta'ala ihm eingehaucht. Und dann sagt er hier, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Alle Malaika warfen sich nieder. إِلَّا Iblis. Außer Iblis. Was war das Problem? Nur die Nicht-Niederwerfung? Er sagt, إِلَّا Iblis استكبر. Er war hochmütig. Ansonsten hat auch Adam a.s. einen göttlichen Befehl in einer gewissen Art und Weise nicht beachtet, oder? Allah Ta'ala sagt, habe ich euch nicht diesen Baum verboten? Aber Adam war nicht zum Kafir geworden. Iblis ist zum Kafir geworden. Weil Adam hat Eingeständnis gehabt. Eingeständnis. Aber Iblis hat nicht eingestanden. Er sagte, ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Also er hat so gesagt, das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Du hast ja schließlich mich aus Nar geschaffen und ihn aus dieser wertlosen Substanz, dem Trin. Tayyib. Warum stolziert der Mensch also? Weil er vergisst seine Realität, er vergisst seine Beschaffenheit, er vergisst seine Verletzbarkeit, er vergisst, wie zerbrechlich er ist. Besonders wenn man gut bemittelt ist, wenn man vermögend ist, wenn die Leute im Dienst stehen, wenn dir gehorcht wird, wenn du Gefolgsleute hast, wenn du ruhmreich bist, dann vergisst man in diesem Rausch, das ist wie ein Rausch. In diesem Rausch vergisst du dann eigentlich, was du bist und wer du bist. Und das bringt Allah Ta'ala im Koran durch folgende Worte zum Ausdruck. Er sagt, أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطفة فإذا هو خصيم مبين. Sieht der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem Tropfen erschaffen haben? Dieses Bewusstsein sollte eigentlich Bescheidenheit fördern. Bescheidenheit, dieses Bewusstsein. Aber dann sagt er, فإذا هو خصيم مبين. Aber dann, also, er überschreitet all diese
Wahrheiten und Fakten. Und dann sagt Allah Ta'ala, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, dann ist er aber ein widergespenstiger Sturkopf oder jemand, der in widerspenstig rebelliert. Die Hochmut ist eine zentrale Krankheit. Also viele von uns haben falsche Vermutungen über Hochmut, ne? Hochmut ist etwas, wovon viele betroffen sind. Hochmut ist nicht nur das, was wir uns manchmal so vorstellen, jemanden, der luxuriöse Kleidung trägt und mit hoher Stirn rumläuft und auch die anderen niederschaut. Nicht nur, das ist eine Form von Hochmut, aber es gibt Hochmut, die viele Menschen teilen. Und deswegen kann auch ein unbemittelter, armer Miskin hochmütig sein, oder nicht? Das ist möglich. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, diesen Hadith finde ich sehr interessant. Er bekräftigt diesen Vers, den ich eben genannt habe. In dem Hadith von Busr ibn Jahash, er sagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages, er sagte, Bazaqa yawman fi kaffi. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, spie eines Tages in seine Handfläche und zeigte mit seinem Finger darauf. Und dann sagte er, dass Allah Ta'ala sagt, O Mensch, wie willst du mich bewältigen? Wie willst du mich bewältigen, wo ich dich doch aus derartigem geschaffen habe? Als ich dich zurechtgeformt habe, bist du stolzierend auf der Erde umhergestampft. Du hast gehortet und gekarkt. Als die Seele an der Kehle stand, sagtest du, ich werde nun spenden. Wo bleibt aber nur die Zeit zur Spende? Und der Prophet sagte, das Paradies wird niemand betreten, der einem Senfkorn gleich Hochmut in seinem Herzen hat. Wisst ihr, Hochmut bedeutet, wie gesagt, nicht nur dieses gewisse Auftreten. Der Prophet sagte, Al-Kibru ramtun nas, ramsun nas wa batarul haqq. Als er gefragt, ein Mann kam zu ihm, er sagte, ja, Rasulullah, mir gefällt es, schön aufzutreten, schöne Kleidung zu tragen. Und er hat gedacht, dass das vielleicht die Hochmut ist. Und er sagte, ja, das ist nicht die Hochmut. Hochmut bedeutet, die Menschen zu verachten. Also in deinem Gegenüber immer jemand Geringerem zu sehen. Egal in welcher Hinsicht das sei. Ihn als etwas Geringeres zu sehen und die Wahrheit abzulehnen. Die Wahrheit abzulehnen ist auch eine Form der Hochmut, weil sie zum Beispiel von jemandem kommt, der dir unterlegen ist. Weil sie von jemandem kommt, der dir nicht gewachsen ist. Oder weil sie von jemandem kommt, den du nicht leiden kannst, wegen diversen persönlichen Konflikten. All das ist eine Form der Hochmut. Tayyib. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Idha huwa khasimun mubin. Sieht der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem Tropfen erschaffen haben? Dieses Bewusstsein sollte eigentlich Bescheidenheit fördern. Bescheidenheit, dieses Bewusstsein. Aber dann sagt er, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Aber dann, also, er überschreitet all diese Wahrheiten und Fakten, und dann sagt Allah Ta'ala, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, dann ist er aber ein widergespenstiger Sturkopf oder jemand, der in widerspenstig rebelliert. Die Hochmut ist eine zentrale Krankheit. Also viele von uns haben falsche Vermutungen über Hochmut, ne? Hochmut ist etwas, wovon viele betroffen sind. Hochmut ist nicht nur das, was wir uns manchmal so vorstellen, jemanden, der
luxuriöse Kleidung trägt und mit hoher Stirn rumläuft und auch die anderen niederschaut. Nicht nur, das ist eine Form von Hochmut, aber es gibt Hochmut, die viele Menschen teilen. Und deswegen kann auch ein unbemittelter, armer Miskin hochmütig sein, oder nicht? Das ist möglich. Der Prophet, diesen Hadith finde ich sehr interessant. Er bekräftigt diesen Vers, den ich eben genannt habe. In dem Hadith von Busr ibn Jahash, er sagt, dass der Prophet eines Tages, er sagte, Bazaqa yawman fi kaffi. Der Prophet spie eines Tages in seine Handfläche und zeigte mit seinem Finger darauf. Und dann sagte er, dass Allah Ta'ala sagt, O Mensch, wie willst du mich bewältigen? Wie willst du mich bewältigen, wo ich dich doch aus derartigem geschaffen habe? Als ich dich zurechtgeformt habe, bist du stolzierend auf der Erde umhergestampft. Du hast gehortet und gekarkt. Als die Seele an der Kehle stand, sagtest du, ich werde nun spenden. Wo bleibt aber nur die Zeit zur Spende? Und der Prophet sagte, das Paradies wird niemand betreten, der einem Senfkorn gleich Hochmut in seinem Herzen hat. Wisst ihr, Hochmut bedeutet, wie gesagt, nicht nur dieses gewisse Auftreten. Der Prophet sagte, Al-Kibru ramtun nas, ramsun nas wa batarul haqq. Als er gefragt, ein Mann kam zu ihm, er sagte, ja, Rasulullah, mir gefällt es, schön aufzutreten, schöne Kleidung zu tragen. Und er hat gedacht, dass das vielleicht die Hochmut ist. Und er sagte, ja, das ist nicht die Hochmut. Hochmut bedeutet, die Menschen zu verachten. Also in deinem Gegenüber immer jemand Geringerem zu sehen. Egal in welcher Hinsicht das sei. Ihn als etwas Geringeres zu sehen und die Wahrheit abzulehnen. Die Wahrheit abzulehnen ist auch eine Form der Hochmut, weil sie zum Beispiel von jemandem kommt, der dir unterlegen ist. Weil sie von jemandem kommt, der dir nicht gewachsen ist. Oder weil sie von jemandem kommt, den du nicht leiden kannst, wegen diversen persönlichen Konflikten. All das ist eine Form der Hochmut. Taib. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.